Ja, hallo allerseits. Wir haben heute eine Folge von, ich muss mal gucken, Hawks, Sea, Thai, ich weiß es nicht. Und zwar, er hat uns ein Dutzend Fragen gestellt und wir picken mal einfach eine raus, die Markus und mir zurzeit auch so ein bisschen am Herzen liegt und mit der wir uns in den letzten Monaten auch immer wieder beschäftigt haben und für die wir deswegen die absoluten Experten sind. Markus, was könnte es anderes sein als Buchsatz? Ich bin nicht im geringsten ein Experte für Buchsatz, aber gut. Ja, wir haben es aber beide schon gemacht. Insofern kennen wir uns mit allen Fallstricken davon perfekt aus. Also, das Erste, was man dazu sagen muss und warum Hawksley da auch die Frage gestellt hat, ist, dass Buchsatz kann man natürlich wie viele andere Sachen als, wenn man selbst... Man sollte erstmal dazu sagen, um Buchsatz braucht ihr euch nicht zu kümmern, wenn ihr einen Verlagsvertrag habt. Das macht denn der Verlag. Wenn ihr aber Self-Publisher seid und eure Bücher gedruckt veröffentlichen wollt, dann ist Buchsatz ein Thema. Wenn ihr nur E-Books herausbringen wollt, ist Buchsatz nichts, womit ihr euch beschäftigen müsst. Klatscht in die Hände, freut euch und feiert. Ihr könnt das Thema abhaken. Ja. Wenn ihr aber gedruckte Bücher selbst herausbringen wollt, dann ist Buchsatz etwas, an dem ihr leider nicht vorbeikommt. Und man kann es natürlich wie vieles beim Self-Publishing auch machen lassen. Hawksley hat aber schon herausgefunden, dass das eine ganze Menge Geld kostet, weil die Kiste auch nicht so wirklich einfach ist. Ja, das heißt, als Self-Publisher steht man dann eigentlich nicht so wirklich vor der Frage, ob man es machen lässt oder selbst macht. Alle Self-Publisher, die ich kenne, machen den Buchsatz selbst. Kennst du irgendjemanden, der ihn machen lässt? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Bevor ich Gerüchte in die Welt setze, sage ich lieber nichts. Ja, also ich wüsste jetzt zumindest von keinem, der es machen lässt. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. verschiedene Möglichkeiten, die man auch braucht, weil es auch verschiedene Plattformen gibt. Und weil auf den verschiedenen Plattformen die Ansprüche für den Buchsatz unterschiedlich sind. So, ja. Ja, ich würde es sogar nochmal, Buchsatz ist ja noch ein weiteres, also ich weiß nicht, Buchsatz, reden wir jetzt wirklich nur sozusagen vom Schriftsatz, also ja, vom Setzen der Schrift oder vom allgemeinen Layout des Buches. Das sind ja nochmal zwei etwas verschiedene Themen, sage ich mal. Ne? Also, was meinst du jetzt mit Layout? Naja, wenn ich halt ein Fantasy- oder ein Kinderbuch haben möchte, in dem sehr viele Illustrationen drin vorkommen und Buchsatz. Die Kapitel halt irgendwie tolle Überschriften haben sollen oder ich halt einen Reiseführer Buchsatz. Dann kommen da nochmal so ein paar Sachen dazu und deswegen habe ich gerade so gezögert, da wäre ich mir dann nicht mehr so sicher, ob man das halt so mit Bordmitteln alleine, wenn man kein Experte ist, so überhaupt noch gebacken kriegt. Dann stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, ob ich meinen Buchsatz selber machen möchte oder nicht. Kriegt man, also. Ja. Ja. Hängt halt wie vielen Sachen davon ab, wie viel Zeit man da rein investieren will. Aber lass uns mal der Einfachheit halber vom Roman ausgehen, weil das auch etwas ist, wovon wir selbst aus eigener Erfahrung sprechen können. Und ich denke, Roman ist auch das, was, also belletristischer Roman, ist auch das, was die meisten unserer Zuschauer interessiert. Und ich glaube, die Frage von Hawksley ging auch in die Richtung, zumindest hat er nichts von Illustrationen oder Ähnliches erwähnt. Ja. Ja. Ja, also. Ja, es. Eigentlich ist es ganz einfach. Nee. ich sag ja. Eigentlich. Also eigentlich haben eigentlich alle großen Print-on-Demand-Anbieter Word-Vorlagen, mit denen man sein Buch setzen kann. Die aber nicht zeileninhaltig sind. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ganz einfach, weil das ja nicht viel Arbeit erfordert. Also diese Word-Vorlagen halt eben zu benutzen und da halt eben seinen Text reinzusetzen, das geht ganz gut, ist relativ einfach. Wenn man halt Word hat, ehrlich gesagt habe ich es mit anderen Textverarbeitungsprogrammen noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber wie du jetzt gerade schon angedeutet hast, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass das noch kein professioneller Buchsatz ist. Ja, eine Sache, die Word zum Beispiel nicht beherrscht, ist, dass wenn ihr euren Text gesetzt habt und ihr die Seite gegen das Licht haltet, dann sollte bei einer professionellen Vorlage die Vorderseite, die Zeichen auf der gleichen Höhe stehen wie bei der Rückseite. Also das Ganze registerhaltig, zeilenhaltig, siehst du, jetzt weiß ich schon nicht mehr den Begriff sein. Und das mit Word hinzukriegen, ist möglich, ist aber nicht einfach.
Und da hängt es dann so ein bisschen davon ab, wie perfekt man sein will, beziehungsweise wie gut man das machen will. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, einfach mal bei der Self-Publisher-Bibel beziehungsweise Matthias Matting schauen. Der hat sich mit dem Thema wie so vieles beschäftigt und da findet man weitere Informationen dazu. Das Ganze ist ein bisschen tricky. Ich würde sagen, die Frage ist auch nochmal so ein bisschen, ich würde da auch einfach, oder ich zumindest denke da einfach auch wirtschaftlich. Ne? Also die Frage ist halt, wie viele gedruckte Bücher verkaufe ich denn tatsächlich oder strebe ich an, großartig gedruckte Bücher zu verkaufen? Und klar, also wenn ich weiß, ich habe viele Leser, die gerne gedruckte Bücher lesen, dann ist es natürlich auch sinnvoll und auch möglich, Geld in die Hand zu nehmen und im professionellen Buchsatz einzukaufen oder halt viel Geld in Software zu investieren, um da halt einen professionellen Buchsatz irgendwie hinzukriegen. Wenn ich aber weiß, dass sozusagen meine Bücher, gedruckten Bücher, weit hinter meinen E-Book-Umsätzen zurückbleiben, ist zumindest meine Philosophie, dann mache ich da eine Kosten-Nutzen-Rechnung und sage mir, das geht mit Bordmitteln unter Umständen dann auch. Ja, teuer muss es nicht sein. Also mir würden zwei technische Möglichkeiten einfallen, ja, die relativ preiswert sind. Da kommen wir gleich zu. Die eine wäre, okay. Nein, also ja, da kommen wir jetzt zu, das wollte ich gerade sagen. Ach so, ja, die eine Möglichkeit wäre LaTeX bzw. Tech-Distribution. Mit denen habe ich selbst noch nicht gearbeitet. Ich fand das Ganze immer ziemlich kompliziert. Das heißt, das ist eine, für diejenigen, die Tech nicht kennen, das ist eine Sprache ähnlich wie HTML, die dazu dient, Texte grafisch aufzubereiten. Da gibt es auch verschiedene Modifikationen dafür, die speziell für einen Buchsatz gemacht sind. Die Ergebnisse sollen sehr, sehr gut sein. Allerdings erfordern die ein bisschen Einarbeitungszeit. Hawksy hatte InDesign angesprochen. InDesign ist leider nicht ganz billig. Was in die Richtung geht, was Markus sagt. Es gibt aber inzwischen von Affinity Publisher. Die einen oder anderen von euch kennen bestimmt Affinity. Das ist eine Firma, die Konkurrenzprodukte zu Adobe rausbringt. Hat also Photoshop-Clone will ich jetzt nicht sagen, aber ein Programm, das halt ähnliche Funktionen hat wie Photoshop, für Mac, Pad und PC erhältlich ist. Und die haben inzwischen auch ein Programm rausgebracht, das sozusagen das viele Funktionen von InDesign bietet und mit denen man dann auch ein professionelles Layout für Romane, Hefte oder dann im Zweifelsfall auch Kinderbücher oder Werke mit vielen Illustrationen machen kann. Nicht teuer, erfordert dann aber auch wieder ein bisschen Einarbeitungszeit, wobei für Romane das Ganze nicht so tricky ist. Also da kommt man mit, ich würde mal sagen, 10 Stunden Einarbeitung durchaus hin, vielleicht weniger. Und hat dann wirklich professionelle und gute Resultate. Aber wie gesagt, braucht halt auch ein bisschen Einarbeitung, bietet nicht alle Funktionen von InDesign. Also zum Beispiel, glaube ich, haben sie immer noch keinen E-Book-Export oder ähnliches. Aber dafür hat man sehr viele Freiheiten, die man bei anderen Möglichkeiten nicht hat. Andere Möglichkeiten, die wir zum Beispiel benutzen, die leider nicht ganz so preiswert sind. In der Regel. Nämlich? Vellum. Vellum, ja. Ja, Vellum ist nun ein super leicht zu bedienendes Programm. Das ist allerdings, soweit ich weiß, nur für einen Mac gibt. Auch relativ erschwinglich ist. Ich weiß gar nicht genau, was es hängt davon ab. Irgendwie so 200 Euro oder so, glaube ich. Ja, bei Vellum gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das Programm zu erwerben. Die eine Möglichkeit ist, dass man es kauft. Da zahlt man 200, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, nach den Möglichkeiten. Ich glaube, da gab es auch zwei verschiedene Versionen. Ich glaube, die eine hat Printbücher mit drin, die andere nicht. Aber schlagt mich nicht tot, vielleicht irre ich mich da. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ich glaube, das gibt es auch immer noch, dass man Vellum nur für ein einziges Projekt erwirbt. Und da kostet es dann, glaube ich, 30 Euro in dem Dreh. Ja, genau. Also es ist auch schon wieder zu lange her, dass ich es mir gekauft habe, um ehrlich zu sein. Ja, inzwischen werden die Preise auch wieder völlig anders sein, zumal wenn ihr diese Folge irgendwie in 3 Jahren hört, dann... Vielleicht gibt es dann Vellum auch schon gar nicht mehr oder was weiß ich, keine Ahnung, ich hoffe es nicht. Aber also Vellum ist, hat den absoluten Vorteil, dass es wirklich super einfach zu bedienen ist und soweit ich das gesehen habe, auch ziemlich gut funktioniert, was die Ergebnisse angeht. Es hat aber halt eben den Nachteil, dass es halt eben, weil es halt so günstig ist, auch nicht so unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten hat wie halt andere Software.
Ich glaube, da ist nicht der Preis, sondern eher eher das Markenzeichen, dass es halt wirklich einfach ist, das Problem. Okay, grob viel Na, das gesprungen. sieht. Das ist Ja. ja, also das ist, Man hat halt. ja. Entschuldigung. Das ist ja der eigentliche Vorteil oder das wirklich Tolle an Vellum. Also mit allen anderen Software, die ich bisher da mal zumindest angetestet habe, wie du schon gesagt hast, ist eine längere Einarbeitungszeit möglich, nötig. Das ist bei Vellum einfach nicht so. Ne? Also da Der, kann man ein großer loslegen Vorteil mit von Word Vellum ist oder so. auch, ja, ein großer Vorteil von Vellum, dass das Programm nun wesentlich überlegen auch Word macht. Und allen anderen Programmen ist, dass es halt, wobei bei InDesign geht es glaube ich auch irgendwie, dass es sowohl E-Books ausspuckt als auch Printdateien. Das heißt, man packt halt einmal die Daten rein, macht ein paar Einstellungen und das Programm spuckt einen dann auf Knopfdruck verschiedene E-Book-Formate und Printformate aus. Und das ist wirklich cool, auch wenn man später seine Texte noch mal ändert. Also das habe Genau. ich auch gemacht, wenn man dann irgendwie in der zweiten Auflage ein paar Rechtschreibfehler rausnimmt. Es ist dann wirklich nur Rechtschreibfehler korrigieren, Knopfdruck. Fertig sind die neuen Dateien sowohl für Print als auch für E-Book. Und das ist echt cool. Genau, hat halt eben den Nachteil, wie ich schon gesagt habe, dass man nur begrenzte Einstellungsmöglichkeiten hat. Und das kann sich dann unter Ja. Umständen, wie wir jetzt auch schon gemerkt haben, bei bestimmten Formaten, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Totschlag, also dass deswegen sich das Programm nicht lohnen würde, aber man merkt halt schon, dass man nicht alles damit machen kann, sagen wir es mal so. Ja, man muss ein bisschen gucken. Also bei manchen Anbietern sind dann die Formate, die man kriegt, Genau. funktionieren nicht, beziehungsweise sehen mies aus. Bis vor ein paar Jahren war es auch noch so, dass man zum Beispiel für BOD die passenden Formate, wenn ich mich recht entsinne, überhaupt nicht ausgeben Ja. konnte. Das haben sie inzwischen gefixt. Da haben sie halt auch deutsche übliche Formate, also Formate, die halt im deutschen Raum üblich sind, für Taschenbücher reingepackt. Nichtsdestotrotz, wir haben gemerkt, dass es bei den Rändern teilweise Schwierigkeiten gibt, wenn man bei manchen Anbietern, wenn die halt Formate haben, für die das Programm nicht wirklich ausgelegt ist. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bei Vellum, das Programm kann man auch erstmal testen, ne, wenn ich mich nicht irre. Da Ja. gibt es eine Testversion, wie so bei vieler Software. Und das würde ich eigentlich auch jedem anraten, egal wofür man sich entscheidet, dass man erstmal guckt, ob das so zu Ich einem glaube passt. sogar, das erste Buch ist irgendwie gratis und hat man nur so begrenzte Exportfunktionen oder so. Ich weiß es nicht. Aber also man kann da relativ viel mitmachen, bevor man Geld investiert. Und vor allen Dingen hat es, wie ich finde, einen ziemlich guten YouTube-Support. Also das heißt, man kann sich da ganz viele Tutorials auf YouTube angucken, die man aber eigentlich auch gar nicht braucht, weil die Software wirklich simpel ist. Ich wollte sagen, also für Vellum braucht man nun wirklich nicht. Ja. Manche Funktionen sind ein bisschen versteckt, aber es sind wirklich nicht so viele. Also das ist relativ einfach zu Stimmt. bedienen. Stimmt ich. Du hattest vorhin so ein bisschen, da würde ich gerne nochmal drauf Ja, eingehen. bitte. Du hattest vorhin so ein bisschen gesagt, dass man relativ wenig Printbücher verkauft, was stimmt. Also Ja. als Self-Publisher wird man deutlich weniger, in der Regel deutlich, hängt davon ab, was man macht. Wenn man jetzt Kinderbücher schreibt, ist man ja trotzdem auf Printbücher irgendwie fixiert. Aber wenn ich jetzt in den üblichen Erwachsenen-Genres schreibe, dann werde ich eher E-Books verkaufen. Wenn man sich aber, meine persönliche Meinung, wenn man sich aber dafür entscheidet, auch in den Printbereich zu gehen, dann würde ich schon versuchen, dann wirklich professionelles Ergebnis rauszuhauen. Allein schon deswegen, weil die Rezensionen für Print und E-Book nicht getrennt sind. Das Ja. heißt, wenn ich jetzt angenommen, ich habe nur fünf Leser, die meine Printbücher kaufen und die finden, das sind Kraut und Rüben, die Trennungen sind mies, weil ich irgendwie Ja. die falsche Software verwendet habe, die Umbrüche sehen kacke aus, dann habe ich plötzlich drei miese Rezensionen zu stehen. Also das würde ich mir dann nicht Ja, ich antun. wollte mich da jetzt auch nicht missverständlich ausdrücken, oder ich wollte nicht missverstanden Nein, ich werden. So, weiß. natürlich sollte man versuchen, da das möglichst Beste rauszukriegen, aber man kann mit diesen Word-Verlagen schon recht gute Ergebnisse Ja. erzielen. Die sind halt eben nicht perfekt. Das ist halt das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Und da, also das war zumindest, Ja. also inzwischen mache ich es auch anders, aber bei den anderen Büchern, bei meinen ersten Büchern war es halt so, dass ich gedacht habe, okay, ich merke, es ist nicht wirklich perfekt, es sieht okay aus, es ist nicht perfekt. Brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Und ja, wenn man halt eben wirklich sehr, sehr, also weiß ich nicht, im Jahr ein Dutzend Printbücher verkauft, dann weiß ich nicht, ob es sich halt eben lohnt, da wahnsinnig viel Schmalz irgendwie reinzustecken in Form von Geld und Zeit. Aber Ja, absolut richtig. natürlich sollte Wobei, es gut aussehen, gar keine Frage. ja. Was einen ja nochmal zu der prinzipiellen Frage bringt, brauche ich wirklich Printbücher? Ne? Wir haben schon ein paar Folgen darüber gemacht, in der wir immer gesagt haben, naja, Printbücher runden also für mich als Self-Publisher das Ganze auch irgendwie ab.
Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass halt das Anfertigen von sowas wie einem Buchsatz doch schon eine ganze Menge Arbeit macht, doch schon ein paar Skills braucht, die ich sonst nicht brauche und halt auch eine ganze Menge Geld kosten kann. Ne? Also wenn ich jetzt daran denken würde, mir bei Adobe irgendwie InDesign zu krallen, ouch. Ja. Also das ist dann schon nicht so ganz billig. Genau. Ja. Ich hoffe, haben wir noch irgendwas vergessen zum Buchsatz? Ah, bestimmt. Aber es ist, sind ja auch es keine ist so Buchsätze. Ein unglückliches Thema. Ich kann dazu sagen, Buchsatz hat mich noch nie glücklich gemacht. Ja, genau. Also das ist halt eben das, was ich auch damit sagen wollte. Also du hast natürlich völlig recht. Aber einen wirklich guten, also einen perfekten Buchsatz zu machen, das ist halt, hat wieder mal seinen Grund, dass es Leute gibt, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist halt einfach. Also ich habe mir hier zum Beispiel, ich habe gerade mal hinter mich ins Regal gegriffen, da ist ein großes Buch über Typografie, Ratgeber für Gestaltung mit Schrift. Das habe ich mir auch extra nur für den Buchsatz geholt. Allein die Auswahl der richtigen Schrift ist eine Wissenschaft für sich. Das sollte man übrigens auch nicht vergessen, dass man sich mal Gedanken darüber macht, welche Schrift man überhaupt braucht. Comic Sans kann ich absolut empfehlen. Beste Schriftart, die es gibt für sowas. Ja, Comic Sans. Macht alle eure Bücher in Comic Sans. Markus, wir werden wie Blöde verkaufen, wenn alle anderen Bücher nur noch miese Rätsel bekommen. Ja, ganz bestimmt. Nee, also das ist, also wir sind ja da auch keine Fachleute. Ich vermute, wenn ihr euch mit Fachleuten unterhaltet, beziehungsweise das, was ich im Netz darüber gelesen habe, also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und geht davon aus, dass alle Fachleute über das, was ihr macht, über euch lachen werden. Ja, aber das ist halt... Weil das wirklich echt trickreich ist. Ja, aber das ist halt so auch... Das ist wieder so ein bisschen für mich der Punkt halt. Ne? Also ich habe das, als ich mit Buchsatz experimentiert habe und hier und da verschiedene Sachen ausprobiert habe, habe ich dann immer die Probedrucke Leuten gegen gesagt, hey, pass auf, wie sieht das aus? Was findest du da besser? Was findest du hier besser? Und da kamen dann so Sachen, also da kam dann Feedback teilweise, wo ich im Leben nicht dran gedacht hätte. Ne? Also so nach dem Motto irgendwie, hier sehen aber die Punkte schon rund aus oder sowas. Wo ich dachte so, okay, ich dachte, die sehen überall gleich aus. Ne? Also das ist halt so der Punkt. Da sieht auch jeder wieder ein bisschen was anderes beim Buchsatz. Oh, pun intended. Was? Ja. Da sieht halt jeder auch wieder ein bisschen was anderes beim Buchsatz irgendwie. Und klar, so ein echter Profi, also jemand, der sich wirklich damit auskennt, der wird wahrscheinlich bei vielen Büchern die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ja, wie viele Leser hat man, die sich professionell mit Buchsatz auseinandersetzen? Ne? Stopp. Das ist so, als wenn du sagen würdest, wie viele Leser habe ich, die sich professionell mit Grafik auseinandersetzen, muss ich mir Mühe für meinen Cover geben? Ich vermute auch, wenn sich die Leute damit nicht auskennen, wenn sie trotzdem merken, wenn man grobe Fehler eingebaut hat. Grobe Fehler gebe ich dir recht, aber wie gesagt, es ist halt immer die Frage, ob man an den letzten 2% noch wirklich rumfeilt und wahnsinnig viel Geld und Zeit investiert. Das will ich damit sagen. Und wie perfektionistisch kann man da sein? Ich meine, hallo, ich bin der Letzte, der sagt, dass ein super duper Buchsatz kann eine schlechte Sache wäre. Na klar, wäre es total gut, wenn das alles den allerhöchsten Ansprüchen genügen würde. Ne? Aber also meine Philosophie zumindest ist, wenn 90% meiner Leser damit irgendwie zufrieden sind und ich keine schlechten Rezensionen in der Richtung kriege, dann muss es irgendwie okay gewesen sein. Und ich bin halt kein Buchsetzer am Ende. Da komme ich halt eben einfach nicht hin. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich fürchte nicht. Schon mal gefragt. Ich fürchte nicht. Fürchte es nicht. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche professionellen Buchsetzer seid, die jetzt entsetzt und ihr euch entsetzt die Haare rauft über das, was sie erzählt haben, schreibt keine Kommentare bitte. Nein. Wir sind sehr robust. Nein, wir sind für Tipps. Bitte? Wir sind robust, was sowas angeht. Was sind wir? Robust. Ich bin überhaupt nicht robust. In unserer letzten Folge ging es über Männerklischees. Ich bin überhaupt nicht robust. Ja. Ich kann sowas überhaupt nicht erfahren. Männer sind ja auch Mimosen. Markus ist robust. Das ist nicht ein Klischee, dass Männer Mimosen sind. Das ist doch der berühmte Männerschnupfen. Ey, das ist ein total doofes Klischee. Finde ich übrigens fies, dass mit dem Klischee Werbung gemacht wird im Werbefernsehen. Aha. Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Ne, siehst du. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe übrigens dieses Jahr keinen Schnupfen gehabt. Ich auch nicht. Das ist super. Ich werde in den kommenden Jahren nur noch mit Maske rumlaufen. Ja. Das ist echt der Bringer, muss ich mal sagen. Ja. Muss ich mal sagen. Also es ist ja, ich kam mir ja zuerst total bescheuert vor, aber ich habe jedes Jahr eine dicke Erkältung gehabt und dieses Jahr nicht. Masken sind toll. Es hat seinen Grund, dass in Asien alle Leute mit Masken Könnte aber auch daran liegen, dass du zu niemandem mehr Kontakt hast, Axel.
Ja, auch. Auch das werde ich in den nächsten Jahren im Winter Ich werde das integrieren. mein ganzes Leben lang nur noch so machen, dann werde ich gar nicht mehr krank. Super. Ja, Auf jeden Fall. genial. Ja. Mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns in den Genau, Abend. genau. Ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter und ja, schreibt Genau, schön. tschüss.